Funktioniert das Ganze oder funktioniert es nicht? Wir testen in 3, 2, 1. Das am Anfang noch nicht eingefügt habt, seht ihr das auf jeden Fall jetzt nochmal. Finde ich wirklich geil, was sie da gemacht haben, dass man jetzt auch sieht 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dass man auch wirklich ganz genau weiß, wie die Ladereihenfolge der Mods auf. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Alex und ich stelle euch heute mal die Version 1.1.1 der RPM-Karte vor. Aber vorher sprechen wir erstmal, was RPM ist. Und was es alles so Neuigkeiten in der 1.1.1 gibt. Die RPM-Karte ist Rheinland und Pfalz. Das ist ein von Community-Moddern erstellte Standalone-Karte. Das bedeutet, ihr spielt nicht mehr auf der offiziellen ETS2-Vanilla-Karte, sondern ihr seid wirklich auf einer eigenen Map unterwegs, die wirklich super geil ist. Das soll eine 1:1-Strecke sein. Hier kann man auch wirklich sehr viel Strecke fahren. Alle Zeiten, die dort angegeben sind in-game, sind auch Echtzeitdaten. Beispielsweise, ihr braucht 18 Minuten zu einem Auftrag, dann fahrt ihr auch tatsächlich 18 Minuten. Ich habe aber schon mal mehrere Videos gemacht, deswegen checkt mal unten die Videobeschreibung aus, was RPM ist und wie man das Ganze installiert. Generell gibt es kleine News. Am 29. Juni kommt denn diese Karte für die Veröffentlichung für euch raus. Deswegen guckt auch mal unbedingt in den Discord von RPM rein. Deswegen nochmal vielen Dank, dass ich die Karte schon mal vorher testen durfte. Weiß ich wirklich zu schätzen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Changelog. Und ihr seht schon mal im Hintergrund so ein paar coole Sachen. Und die lese ich mal ganz schnell vor. Folgende Änderung wird die RPM 1.1.1 mitbringen. Das wird mich schon mal freuen. Beladeanimation. Wirklich super geil. Das seht ihr gerade im Hintergrund, wie das so alles ausschaut. Finde ich wirklich super hübsch. Ja, man kann einfach jetzt vorfahren, zurückfahren. Ihr seht, dass die Beladung auch tatsächlich so eine Dynamik hat. Finde ich wirklich super geil. Das wird nur bei den beiden Weizenfeldern stattfinden. Wir haben jetzt zwei Weizenfelder dazu bekommen. Und dort können wir jetzt diese Beladung machen. Finde ich wirklich super geil. 10 von 10. Bitte mehr davon. Dann haben wir das JCP-DLC-Kompatibilität. Das bedeutet, mit dem neuen JCP-DLC können wir das Ganze jetzt auch benutzen. Dazu gab es jetzt den Cetra-Bus, also ein richtiger Fernreisebus oder zumindest ein ganz normaler Stadtbus mit Busrouten, damit wir das auch machen können. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir einen Auflieger haben. Und da haben sie natürlich auch einen unsichtbaren Auflieger mit hinzugefügt. Dazu kamen zwei neue Feuerwehrfahrzeuge in die KI. Und wir haben einmal, dass das RPM-Logo geändert worden ist. Wir haben schon aufgeladen. Ich würde mal sagen, wir springen jetzt hier hinters Lenkrad. Und dann sehen wir uns gleich on the road. So, Freunde, Kopfhörer sind aufgesetzt. Und ihr habt das ja bestimmt schon im Hintergrund gesehen, dass wir unseren wunderschönen LKW, erstmal hier von MAN, natürlich auch mit dem RPM-Logo, Rheinland und Pfalz 1:1 Skin drauf haben. Und dazu haben wir hier von Wielten den Auflieger, damit wir das auch überhaupt transportieren können. Ist wirklich sehr hübsch, finde ich auch sehr, sehr geil. Und ey, als ich das gerade wirklich das erste Mal gesehen habe, fand ich das wirklich faszinierend, wie das so ausschaute. Das will ich wirklich oft haben, viel sehen. Ich finde sowas generell geil. Ich finde das schade, dass es nur bei solchen Aufliegern ist, sondern wir könnten das ja auch mal in Aufliegern haben, ja, wo man das auch einmal, ja, keine Ahnung, wo wir dann normalen Sattelzug haben, ja, wo man viele Paletten immer reinstellen kann, ja, also ein Plan-Sattelzug, dass man da wirklich die Seite aufmachen kann und auch sehen kann, dass das beladen wird. Anscheinend funktioniert es funktioniert super gut, es sieht super geil aus. Man sieht den Fortschrittbalken, was mich ja auch immer ziemlich begeistert und beeindruckt, so wie weit es denn überhaupt ist. Ich will jetzt nicht sagen beeindruckt, ja, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich bin da einfach von sehr begeistert und ich finde sowas wirklich sehr, sehr cool. Und ich finde das schon mal zumindest einen richtigen Schritt in der richtigen Richtung, dass wir das mit dem Weizen machen. Finde ich wirklich eine komplette 10 von 10, finde ich wirklich ultra geil und es sah auch wirklich cool aus. Ich bin mal gespannt, wie das gleich so ist, wenn wir abladen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier sehen bei dem MAN. Wir haben ja hier auf dem Profil gar nicht mal so viele Mods installiert. Was denn die Tour noch sein wird, wissen wir nicht. Ich zeige euch aber noch mal schnell, wenn er das akzeptiert. M habe ich anscheinend am Bein. Das ist natürlich ziemlich blöd. Wir zeigen euch nochmal hier schnell die Karte. Vielleicht ist jetzt hier das ein oder andere dazugekommen. Hier zum Beispiel haben wir das erste Weizenfeld und dann haben wir hier das zweite Weizenfeld, wo wir hinfahren können.
Sonst hat sich die Karte wirklich geil verändert. Hier die Zwischenverbringung Merzalben und Johanneskreuz direkt mit Leimen hier. Dann noch Anweiler am Trivels. Das haben wir schon alles ausprobiert. Ich muss bloß immer wieder neue Accounts erstellen für RPM, weil dann wollen wir das mal testen mit dem Mod und mit dem Mod und mit dem Mod. Und dann wollten wir das mit dem Geldmod testen. Deswegen haben wir auch schon 3 oder 4 RPM-Accounts hinter uns. Die haben wir zwar schon viele wieder gelöscht, damit ich auch mal wieder ein bisschen Struktur in meine Profilleiste bekomme, aber sonst wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde das auch schön, dass sie zum Beispiel ihre eigenen Skins für ihren MAN jetzt zum Beispiel hier mit eingefügt haben. Sowas finde ich ja auch immer sehr schön. Ich finde das generell schön, wenn man hier auch mal zum Beispiel bei den ganzen landwirtschaftlichen Wegen vorbeifährt, die wirklich hier dünn sind, also mehr gesagt dünn besiedelt, also das bedeutet einfach nur, dass die Straße hier nicht wirklich breit sind, hier zwischen den ganzen Feldern, vor allem wenn der Weizen auch noch hochgesprossen ist. Ich finde, das sieht halt einfach immer sehr idyllisch aus. Ich finde sowas immer sehr, sehr cool, wenn man sowas hat, weil ich finde, das sind halt einfach so kleine Details, die einfach das Spiel wirklich ultra geil machen. Und da muss ich wirklich sagen, da haben die Jungs von RPM wirklich richtig Gas gegeben, dass das wirklich auch gut ausschaut und dass man hier auch wirklich geil das machen kann. Guckt euch zum Beispiel den Tunnel an, eben gerade da oben sah das richtig eng aus, aber das sind so Tunnel, die würden wir normalerweise bei dem Standard Vanilla ETS nicht wirklich bekommen und das ist wirklich schon mal ein lobenswert, Freunde. Wenn ihr das auch ganze geil findet, supportet unbedingt RPM. Guckt mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr auf jeden Fall auch den Discord-Link für die RPM Discord-Community. Dort werdet ihr dann auch informiert, wenn das 1.1 Update online kommt. Viel zu eng genommen, aber wir haben den Pöller trotzdem nicht mitgenommen. Er gesagt, mein Kollege nennt das Pinguin. Wie nennt ihr das? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ja, Mann, deswegen auf jeden Fall nur Liebe an das RPM-Team. Ihr wisst ja, jedes Mal, wenn ich ein Video zu RPM sage, lobe ich die wirklich jedes Mal wie nichts Gutes und sage, wie geil das ist, wie geil das ist. Denn hier wird tatsächlich das mal verwirklicht, was ich immer schon haben wollte im typischen Vanilla-ETS. Und hier wird es endlich mal angegriffen, es wird angegangen, es wird euch gezeigt, wie das wirklich geil funktionieren kann. Dynamische Laderampen etc. pp. Ich finde, es gibt nichts Besseres. Ja, also da kann sich wirklich sehr viele Community-Modder wirklich eine Riesenscheibe abschneiden, so. Vor allem, dass wir hier auch Fahrradfahrer haben. Dann war ich vorhin auf dem Bauernhof unterwegs, dann läuft da auf einmal ein Hund vors Auto. Finde ich ja einfach geil. Ich finde, das sind so kleine Details, die auch einfach im echten Leben genauso sind. Man kann es nie vorhersagen von diesen dynamischen Ladenbereiche und jetzt hier auch zum Beispiel mit der Animation, mit dem Weizen. Ich finde das wirklich ultra schön, was dieses Team hier gemacht hat. Ich weiß, die haben hier bestimmt sehr viel Zeit rein investiert und ich weiß auch, so, ich sag mal jetzt nicht von wem, dass es auch nicht immer alles sehr einfach ist und dass es auch immer mal wieder anstrengende Phasen gibt. Aber das ist ja auch klar, dass sowas wirklich anstrengend ist und ich muss sagen, dafür müssen wir ja auch die Arbeit belohnen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, am 29. Juni guckt unbedingt auf deren Discord vorbei und überlegt euch, diese Karte wirklich mal auszutesten und zu probieren. Ihr seht jetzt auch schon, mehr gesagt, ihr habt ja auch schon am Anfang gesehen, die haben jetzt eine geile Ladereihenfolge im Mod-Manager nochmal eingefügt. Falls ich das am Anfang noch nicht eingefügt habe, seht ihr das auf jeden Fall jetzt nochmal. Finde ich wirklich geil, was sie da gemacht haben, dass man jetzt auch sieht, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dass man auch wirklich ganz genau weiß, wie die Ladereihenfolge der Mods auch angeordnet werden muss, damit das Ganze so gut wie möglich funktioniert. Finde ich wirklich schön. Das sind wirklich mal Gedanken, die haben sich nicht wirklich viele Modder gemacht und das sind halt solche Sachen, wisst ihr, warum ich begeistert bin und warum ich auch jedes Mal im Video sage, Gott, finde ich das geil. Und ganz ehrlich, ich könnte das auch noch 20.000 Mal sagen, wie geil das Ganze ist und wie begeistert ich von diesem Team bin. Ich glaube, ihr werdet auch alle begeistert sein, vor allem für die Leute, die auch schon viele 1:1 Karten gefahren haben oder auch schon die ein oder anderen Mods ausprobiert haben von irgendwelchen Community-Moddern, die zum Beispiel so Standalone-Karten gemacht haben. Es gibt nicht wirklich viele, die das Ganze wirklich perfektionieren und auch wirklich ständig daran arbeiten, dass es immer geiler und geiler und geiler wird. Und das schafft halt dieses Team, warum das wirklich umso cooler ist, meiner Meinung nach, dass das Ganze hier auf jeden Fall funktioniert. Und deswegen, wie gesagt,
Ups. Freunde, wir werden das jetzt nochmal abladen hier schnell. Wir wollen das mal kurz gucken, wie das Ganze ausschaut, ob wir eine richtig geile Abladeanimation haben. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Und ob wir dann auch tatsächlich den Anhänger zum Kippen bekommen oder ob das gleich einfach nur futsch weg ist, das weiß ich noch nicht. Das habe ich mir noch nicht über, also die Überraschung nehmen lassen. Das wollte ich mit euch zusammen erfahren. Freunde, wenn ihr mich auch supporten wollt, könnt ihr einfach kostenlos einen Daumen nach oben geben und kostenlos den Abo-Knopf drücken. Damit supportet ihr mich und auch den YouTube-Algorithmus, genauso wie in die Kommentare schreiben. Wir sind ab nächster Woche Freitag, also ab dem 5. Juli, sind wir dann im Urlaub. Da werde ich dann 10 Tage in Italien sein. In der Zeit werden keine Streams kommen. Wir werden aber auf jeden Fall diese Woche, ihr seht das Video am Donnerstag, wir werden auf jeden Fall Freitag oder Samstag auf jeden Fall nochmal einen Stream machen und dann werden wir auf jeden Fall wieder ein paar Videos machen. Wir werden auch ein paar Videos vorproduzieren in der Zeit, wo ich in Italien bin. Dann werden die Kommentare nicht so häufig beantwortet etc. pp. Aber da werden wir auf jeden Fall jetzt wieder durchziehen, Freunde. Deswegen, wenn ihr mich ganz so unterstützen wollt, könnt ihr auch einfach nochmal einen kostenlosen Kommentar schreiben. Das Einzige, was ihr braucht, ist natürlich ein YouTube-Konto, damit ihr überhaupt ein YouTube-Profil habt. So, ich würde mal sagen, wir fahren hier nochmal schnell die restliche Strecke lang. Ihr seht ja, wo wir ungefähr hinfahren müssen. Wir werden die Aufnahme trotzdem laufen lassen, falls es hier jetzt gleich nochmal eine richtig geile Stelle gibt, die wir passieren, wo ich sage, die muss ich euch zeigen. Und dann sage ich, sehen wir uns gleich. Ja, Mann. Boah, das finde ich geil. Das finde ich ultra. Wir dürfen hier nur alleine reinfahren. Hier dürfte jetzt kein anderer reinfahren, solange er hier nicht arbeitet oder hier ein Anliegen drauf hat. Ja, wisst ihr, das sind genau die Details, die ich meine. Ultra. Und das ist das, was ich meinte in diesem einfach mal hier durchfahren, mal gucken. Wir können hier sogar durch den Weizen fahren und das Weizenfeld hat sogar eine andere Struktur. Wirklich ultra geil. So, Freunde, ich glaube, jetzt kommt die Qual der Wahl. Jetzt gucken wir, ob das Ganze so funktioniert, wie wir uns das ausgemalt haben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wenn es so ist, freut mich das. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt so. Dann würde es mich auch nicht stören. Wir gucken jetzt erstmal, ob sich das hier gleich öffnet, nachdem wir hier uns nochmal schnell angemeldet haben. So. Das Ganze bleibt anscheinend noch verschlossen. Jetzt parken wir hier erstmal ein und bringen unser Weizen an die Abladestelle, wie es hinbringen soll. So, ein bisschen aufpassen mit der Hausecke natürlich, nicht dass wir unseren Trailer da kaputt machen. Wenigstens ist das ein Dach, was bündig aufhört. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Funktioniert das Ganze oder funktioniert es nicht? Wir testen in 3, 2, 1. Freunde, das Ganze ist nicht so, wie wir es ausgemalt haben, aber ich glaube, so hat SCS sich das auch nicht ausgedacht. Das war's aber mit dem ganzen Video. Schreibt mir unbedingt mal unten in die Kommentare, was eure Meinung zu der RPM-Map ist und wie ihr die Arbeit vom RPM-Team findet per se. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch das ganze Video angeguckt habt, falls ihr noch in diesem Moment seid. Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich wünsche euch was. Haut rein.